Ein Erdbeben der Stärke 6,4 auf der Richterskala ist unweit von Zagreb registriert worden. Das Zentrum des Bebens lag auch in einer Tiefe von 10 Kilometern und dieses Erdbeben hat enorme Schäden auch angerichtet. In Kroatien, in der Stadt Petrinja zum Beispiel, sind mehrere Häuser auch eingestürzt. Es gibt unzählige Vermisste und auch Verschüttete und auch ein 12-jähriges Mädchen wurde sogar von den Trümmern erschlagen. Die Rettungseinkräfte sind natürlich im Dauereinsatz und auch in Zagreb selbst gibt es auch Schäden. In Teilen Kroatiens waren Strom- und Telefonleitungen auch unterbrochen. Dieses Erdbeben hat man aber bis sogar nach Österreich gespürt, zum Beispiel in Kärnten und auch in der Steiermark wurde der Erdstoß wahrgenommen. In Graz etwa wackelten rund 2 Minuten nicht nur die hohen Gebäude, auch in massiven Altbauten waren eben die wellenartigen Bewegungen deutlich zu spüren und gerade jetzt in dieser Zeit auch die Christbaumkugeln und die Glasschiebetüren, die wackelten und auch die Möbel und Fenster, aber es war alles halb so schlimm hier in Österreich. Ja, auch die Erdstöße selbst hielten auch länger an und auch in Wien wackelten die Wände. Auch das hat man hier gespürt und es gibt auch schon zahlreiche Videos auch im Netz eben von diesen Erdbeben von Österreich. Insgesamt wurden 2020, also im heurigen Jahr, 1465 Erdbeben in Österreich lokalisiert. 69 davon waren ziemlich spürbar auch. Und auch diese Zahl von Erdbeben kann dann auch von Jahr zu Jahr auch stark sich ändern bzw. auch schwanken.